So, Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei House of Ashes mit Lieutenant King. Vor uns ist Tanya aus Little Hope. Da vorne ist Lieutenant Jason. Wir sind auf dem Weg zu unserer Ehefrau, Rachel King, alias Julia. Hallo, aus Man of Medan. Schön, weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch. Hey, das ist der Richter später. Aus Little wir Hope. Wir haben Besuch. Naja, wenn die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme. Komm doch mal her, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Der hat was mit seiner Frau. Bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Wenn das Eric rausfindet. Und was ist sein Problem? Nick ist nicht mehr er selbst. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Junge, ich bin ein Commander. Lieutenant Colonel Eric King. Was dann wohl heißt, Lance Corporal, dass ich Ihr kommandierender Offizier bin? Ist das ein Witz? Wie Mist, das ist kein Witz. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Besser. Gewöhnen Sie sich nicht an den Schreibtisch. Jetzt mag der eine oder andere denken, oder die eine oder andere. Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus. Junge, wie redet der über unsere Frau? Sie jetzt ist ja langsam gut hier. Das wusste ich nicht, tut mir leid. Toll, Hitzkopf. So, ich finde, wir haben das gut gemacht. Wir haben direkt dafür gesorgt, dass er der Unbeliebteste hier im ganzen Bums ist. Finde ich gut. Aber man muss halt auch mal zeigen, wer man ist, ne? Und wir sind hier im Einsatz. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Ist aufgestiegen. Falls es hilft. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Also man muss sagen, die Grafik wird aber auch von jedem Teil zu jedem Teil besser, ne? Alter, das ist ja schon fast... Also... Boah. Gut. Schließen wir euch an. Hoffentlich reicht die Bandbreite aus. Ah, wir spielen jetzt hier den Eric, den... Den... Und die Schlepperei machen Sie. Commanding Officer. In Ordnung, Lady. Sandcom. Was ist das? Dringende hier Ergebnisse erforderlich. Ein an. Alter Ballsaal? Ja, genau das ist es. Saddam hat wohl gern das Tanzbein geschwungen. Können wir jetzt den Brief bitte und legen? Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es, ab mit dem Kopf. Würde mich nicht wundern. Können vielleicht wir jetzt lasse ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind. Junge! Solange sie nicht stolpern. Habt ihr es bald? Okay, sie haben es. Dringende Ergebnisse erforderlich. Nein! Ey, jetzt... Nein. Nein! Wieso ist das passiert? Wir wollten gerade den Brief lesen und ich habe nur gewartet mit dem Vorlesen, bis die da mit ihrem Flirtgedönster fertig sind. Und jetzt bricht das ab und wir sind hier in so einer anderen Sequenz. Was soll das denn? Mrs. King? Eric, das ist mein Team. Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir. Boah, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt mein Team. Das ist jetzt mein Team. Queen Was redest Bitch. Du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Ja. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang.
Wie sieht die überhaupt aus? Wer ist das? Nasenpiercing, so eine komische Kette. Ich habe alle Freigaben erteilt. Was soll das? Aber natürlich. Ey, sag mal. Okay, gut, jetzt weiß ich auch Bescheid. Oh, ich glaube, die hat was mit dem Colonel. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Und das ist jetzt hier so dieses gegenseitige... Du hast was gefunden? ...Bereich abstecken, so, yo, das ist jetzt meiner, nee, ist es nicht, doch, ist es wohl. Was war das schon wieder? Wir hätten den kurz gerade spielen können und dann bricht das direkt ab und geht hier rein, was soll das? Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Ah. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Check. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Ja, das... Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Ich hätte eine. Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Ey, bisschen Bekommen Respekt. Wir Luftunterstützung? Ja. Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Also ich würde sagen, wir haben ja mich als erfahrenen Quicktime-Event-Spieler, deswegen brauchen wir absolut keine Luftunterstützung. Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Jason ist jetzt gut. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Boah. Klingt nicht gut. Mervyn hat schon recht. Je mehr Helis, umso größer die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Eure Einwände höre ich mir später an. Ich glaube, das war jetzt nicht wir so gut. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Okay, Freundinnen und Freunde, ich glaube, das war jetzt nicht so die allzu beste Entscheidung, auf Luftunterstützung Clarice, zu verzichten. Helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Weil irgendwie waren alle jetzt auf einmal sauböse. Stimmt was nicht. Der Kurs hat sich aktualisiert. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Okay, ich hoffe, es gibt eine Möglichkeit, nochmal einzulenken. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Clarice, hau jetzt mal ab hier. Eric, wir müssen reden. Ich muss dir etwas sagen. Also irgendwie, Freunde, mit dem Ton, das geht mir irgendwie... Wir machen das jetzt hier, auch wenn ich mit dem Kopfhörer spiele. Wir stehen jetzt hier auf Heimkino. Weil mir geht das irgendwie... Also ich merke das doch auch. Manchmal ist der voll leise, dann voll laut, dann links, dann rechts. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Wir gehen jetzt mal so auf diese Nummer, du fehlst mir, bla bla bla. Und dann so nach 2-3 Sätzen und wir brauchen Luftunterstützung. Vielleicht klappt das. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Achso, ich dachte, wir spielen Rachel. Ups. Eric. Lass mich bitte ausreden.
Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Ich wollte dich immer bei mir haben. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Nichts ist anders, Eric. Das weißt du. Du und ich? Es gibt kein Du und ich. Es ist aus. Bitte, Rach. Sag das nicht. Du trägst deinen Ehering nicht. Oh. Corporal hey, Mervyn. Vorsichtig damit. Oh, Mist. Sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, ah, er hat seinen Ehering noch dabei an der Kette. Rachel offensichtlich nicht mehr. Okay, jetzt ist aber hier auch, also jetzt will ich mir wirklich hier mal Sachen angucken und nicht irgendwie mysteriös unterbrochen werden. Okay, jetzt lesen wir uns das endlich mal durch. Dringende Ergebnisse erforderlich. An amtierende CEO Rachel King, also CEO ist, oder CEO meine ich nicht CEO, amtierende CEO Rachel King, Commanding Officer, vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Erstens, unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht vom Völkerrecht gedeckt. Oh. Zweitens, mit der Endigung der Kampfhandlungen steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Drittens, unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift Simon Fuller, Einsatzleitung Director of Human Intelligence, DEA. Streng vertraulich. Okay, nichts auf der Rückseite. Aber, das ist ja dann nicht irgendwie so ein Brief, der sagt, dass, wir haben Sprengstoff. Okay, mit dem will ich jetzt nicht reden. Missionsziele der Survey Group. An Amt des Direktors der CIA. Amt des Direktors der CIA. Die Missionsziele der Survey Group lauten Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition. US, UK, Australia. Auswertung von Geheimdienstinformationen. Organisation und Leitung von Militäreinsätzen zur Entdeckung und Sicherstellung von WMD-Lagerstätten. Also WMD sind ja gleich so Massenvernichtungswaffen. Die Survey Group untersteht in direkter Linie CENTCOM und dem Direktor der CIA. Boah. Ganz schön CIA-lastig hier alles, Alter. Vertraulich, Einsatz, Irak, Survey Group, SCP, Nachricht, blablabla, betrefft Banditenaktivitäten, Bericht über Verschwinden zweier Entwicklungshelfer, Helfer als irgendwas Paukman und Marie Vinay identifiziert, Kontaktversuch vor 2 Wochen fehlgeschlagen, Helfer vermutlich ausgeraubt und getötet. Na scheiße. Rest in Peace. Mission accomplished. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Manny Sherman hingerichtet. Mörder waren in den letzten Stunden unkooperativ. Ja gut. Wer wäre nicht unkooperativ, wenn er hingerichtet wird, ne?
Okay. Ja, das ist die Karte des besetzten Irak. Das ist unsere Mission. Wir gehen hier in diesen Gebäudekomplex und suchen dort nach einem Bunker für chemische Massenvernichtungswaffen. Was ist das denn? Deo-Rolle. Ja, cool. Ist es das, was ich denke? WP, Sir. Weißer Phosphor? Ist aber nur für den Rauch. Sonst nichts. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Ja. Wir nicht. Schön doppelmoralisch. Aber gut, das Thema schneiden wir gar nicht an. Dann sind wir nur 100 Jahre hier beschäftigt. Das haben wir uns angeguckt, ne? Ja, das war der Brief an Rachel King. Den Mond haben wir uns angeguckt, das haben wir uns angeguckt, das haben wir untersucht. Mit dem haben wir noch nicht geredet, das machen wir gleich als Abschluss. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das. Ja, mit dem können wir auch reden. Mit wem reden wir denn jetzt zuerst? Und dann reden wir jetzt erstmal hier mit Corporal Mervyn. Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein. Wir brauchen die Ausrüstung. Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut. So ist es sicherer. Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen. Sie sind mein Techniker. Hab von Ihnen gehört. Das will ich doch hoffen. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Und falls sich Iraker blicken lassen, puste ich sie verdammt nochmal weg. Boah. Sie haben Selbstvertrauen, Corporal. Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier. Ich komme schon klar, Colonel. Kletterausrüstung. Typisch Bürokrat. Ja, er ist so der Rebell in der ganzen Gruppe, würde ich sagen. Oh. Download fertig. Los zu den Helis. Also dieser Zeitdruck in meinen Untersuchungsphasen gefällt mir nicht. Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CO? Hat richtig Rückgrat und zeigt es uns auch. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Wohl eher einen Stock im Arsch. Glaub mir, wo wir hingehen, brauchen wir einen, der alles im Griff hat. Ja, das war stark von Jason. Habt ihr verstanden, warum er das gemacht hat? Weil er hat, obwohl er selber ja, ich sag mal, Antipathien gegenüber dem CO hegt, hat er vor seinem Untergebenen trotzdem den CO unterstützt und Salim Ottman von den Irakern, okay. Hat er ihn trotzdem unterstützt und verteidigt vor seinen Untergebenen, um seinem CO trotzdem das Rückgrat zu geben in der Truppe. Also das, ja, stark. Weil er hätte ja auch so ein wenig so in die gleiche Schiene sprechen können, aber dann hätte er gleichzeitig die Moral der Truppe untergraben. Und ja, das macht man halt nicht. Junge, aber wer ist er denn jetzt? Finde Zane, durchsuche Zanes. Wer zum Fick ist Zane? Wappen der Highgate University, Herr Zane Ottman. Bewerbung. Sehr geehrter Herr Zane Ottman, Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University im Studiengang Mythologie für das akademische Jahr 2003-2004 wurde angenommen. Das Semester beginnt am 2. September 2003. Für den Antritt des Studienplatzes müssen nachfolgende Bedingungen erfüllt werden. Abschluss Ihres College-Studiums mit Notendurchschnitt 1,3. Erteilung eines Studentenvisums für das Vereinigte Königreich
Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage ihren Visumsantrag und Umzug... Okay, bla 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 bla. Ich habe irgendwie, also, ich sag mal, wenn es wirklich relevante Dinge sind, dann lesen wir uns das natürlich immer noch in Gänze durch. Aber, da bin ich mir erschrocken. Junge, Junge, Junge. Aber jetzt irgendwie irgendein, wahrscheinlich für den weiteren Spielverlauf nicht wirklich relevanten Quatsch von irgendeiner Universität, interessiert mich nicht. Also wie gesagt, das mit dem Studiengang Mythologie, Alter, zwei Männer und eine Frau auf der Rückseite, warum? Das mit dem Studiengang Mythologie, klar, das ist natürlich schon ein Hinweis, das sollten wir mitnehmen. Dass die Universität jetzt seit 120 Jahren sich für irgendeinen Killefit einsetzt, so, ja, wen juckt's gerade? Mich jedenfalls nicht. Ich bin auch gerade irgendwie nach wie vor etwas verwirrt, wo wir hier reingeraten sind jetzt. Also, wer ist jetzt Zane? Ich meine, gut, Zane ist offensichtlich sein Bruder wahrscheinlich. Oder Sohn? Nee, für einen Sohn ist er zu jung. Oder? Naja, wir wissen es nicht. Der will auf jeden Fall offensichtlich in der Highgate University Mythologie studieren. Wurde da auch angenommen. Muss allerdings einen guten Notendurchschnitt nachweisen. Und klar, muss natürlich hier den Visumsantrag bekommen. Bist du da im Schrank, Zane? Oder ist da ein Monster? Nee, da ist gar niemand. Okay, dann gehen wir hier rein. Zane? Salim scheint irgendwie auch, die britische Karte. Okay, da hat er offensichtlich mystische Zeichen eingezeichnet. Hier ist das Monster von Loch Ness. Das ist ja noch erkennbar und bekannt und tatsächlich auch real existierend. Ne? Also wer daran nicht glaubt, ist selber schuld. Das hier ist das grüne Pferd von Edinburgh, auch sehr bekannt. Das ist der Pirat von Limeridge. Kenne ich noch nicht so gut. Stonehenge. Ja, wer Stonehenge nicht kennt, sowieso irgendwo falsch abgebogen. Die schwarze Katze von Plymouth. Ja, und hier unterhalb von London ist auch noch etwas, das wir nicht kennen. Okay, also offensichtlich ist der Zane sehr interessiert. Ah ja, gut, der will ja auch Mythologie studieren, ne? Gut, dann gucken wir uns mal an, was hier noch ist. Ja, in der mesopotamischen Mythologie. Mesopotamien. Das könnte tatsächlich ein Hinweis sein auf die Prolog-Szene hier mit den Narkadern und Gutean und so weiter. Also wie gesagt, was das angeht, kenne ich mich null aus. Also wenn ihr da geplant waren habt, so, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich kenne mich halt mit diesem ganzen Zeugs nicht aus. Gut, hier haben wir alles abgesucht, oder? Also da im Zimmer war ja nichts, hier war auch nichts. Hier haben wir alles abgesucht. Nee, wir haben uns hier die Schachtel noch nicht angeguckt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen mit Liebe, Papa. Okay, also sind wir tatsächlich der Vater von Zane. Und wollen ihm heute zum Geburtstag gratulieren mit dieser schönen Schachtel, in der vielleicht ein Buch ist, ein Buch über Mythologie. Aber Zane ist offensichtlich weg. Die Frage ist allerdings, warum Salim, der scheint ja ganz sympathisch zu sein, in seiner Uniform hier die ganze Zeit noch rumrennen, weil er muss doch mitgekriegt haben, dass der Bums vorbei ist. Oh, wir sehen, Tanny. Ah, Zane ist offensichtlich ein Uhrendieb. Ja, aber... Idiot. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim? Salim Garkun. Abu Zain. طبعاً. رجعت؟ أي رجعت. هو زين مع... مع... هو زين مع ابنك؟ طارق. أيوة طارق. هما مع بعض. راحوا ياخدوا الأوتوبيس بقالهم ساعة. كله بخير؟ لا لا. كله تمام. Wir müssen nämlich direkt mit der Tür ins Haus, ne? Die Nähe kويسة.
لما يرجع ابعتهولي حالا. ما اقدرش اقول امتى هيجوا، انت عارف الولاد. اي وقت ابعتهولي لو سمحتي. طبعا. لا 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 يا ديني، مش دلوقتي. Scheiße, wer sind die denn jetzt? Captain Basri, اهلا. Captain. يا مولاس، لازم نتحرك على طول. انت بتقول ايه سعادتك؟ العدو جاي يا سليم. العدو جاي علينا دلوقتي. العدو؟ يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ، محدش اتسلم. العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتحارب ليها. والناين سليم. شايفينهم؟ مطلوب تأكيد. يلا. شوف جايين علينا. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. يا سالت سلدات، نا wir können nicht rebellieren. Nein. تمام يا فندم. Aber das gefällt mir nicht. Also ich bin halt, was diese Spiele angeht, ich bin halt Also man kann mich so auf positive Art und Weise immer manipulieren mit so Sachen wie zum Beispiel, dass er seinem Sohn so ein Geschenk schenken will, der wird bald erwachsen und jetzt muss er in so einen völlig sinnlosen Kampfeinsatz. Coyote 2, hier Mailman 2-1 Actual. Das mag ich jetzt nicht. Okay, wir spielen jetzt offensichtlich mit Jackson. Ihr seid allein. Viel Glück und viel Spaß. Verstanden. Vielen Dank. Over. Over. Puh, der hat gar kein richtiges Bein. Krass, Eric. Bereithalten, Jungs. Wir sind gleich da. Hey, Mervyn. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Alter. Oh, Mann. Wie lange hattest du den Verrat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt doch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Sag mal. Hey. Ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Boah. Was ist er denn für ein Schuh? Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Wird sie nicht eifersüchtig. Mann, Rachel. Hey. Der ist ein schöner Konter. Was gibt's da zu lachen? Okay, Mervyn mögen wir nicht, hier ist ein Shobi. Sergeant K, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, ja. Hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRU alle 4 Stunden. Hey, alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Ich steh dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Ey, sag mal, Knibbles. Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja, und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, ein Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Sag mal! Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines! Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott... Wir schaffen das! Du sagst es, Bruder. Hurra! Hurra! Okay, also meine beiden bisherigen Sympathieträger sind Joey und Salim. Also mag das merkwürdig klingen, weil sie in verschiedenen Lagern sind. Aber Salim mag ich. Und Joey mag ich auch. Wen ich überhaupt nicht mag, ist Mervyn, den alten Shobi. Und die anderen sind mir irgendwie zum Großteil bislang egal. Okay,
Also nachdem wir eben noch die Grafik gelobt haben, das mit dem LKW sah gerade irgendwie sehr strange aus. So. Vielleicht hätten wir doch Luftüberwachung mitnehmen sollen. Weil du Luftunterstützung nicht Überwachung. Egal, wir schaffen das, Freunde und Freundin. Warum zur Hölle hast du das getan? Mervyn ist wirklich ein Arsch. Also nicht nur, dass er jetzt Joey ist, er haut einmal auch jetzt Joey voll in die Pfanne. Also, was soll denn bitte? Wer ist er denn jetzt schon wieder? الامريكان العساكر الامريكان قم سير دي فون جفانت ارفعت بفيله اوه ich weiß es doch auch nicht. Ausschwärmen erstmal. Ausschwärmen, nicht schießen. Keine unnütze Gewalt. احنا الامريكان احنا الجيش الامريكاني. Oh Gott sei Dank, die ergeben sich. Alter, auf den Boden, los! Hände auf den Rücken! Bislang keine unnötigen Opfer, Freunde und Freundinnen. Wir gehen ins Gebäude rein. Mit Jason und Nick, so wie es aussieht. Den dahinter kenne ich nicht wegen der Gasmaske. Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. Boah. So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchak, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Colonel, ich glaube, hier sind keine Feinde. Die Männer hier scheinen nur Hirten zu sein. Sind Sie sicher? Ist das nicht nur Tarnung? Vielleicht hat er recht. Wenn das Zivilisten sind, hat Lieutenant Kolchak gut daran getan, vorsichtig vorzugehen. Richtig. Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen. Wehe, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf, wenn einer auch nur die Stirn runzelt. Will ich es wissen? Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Halt still. Ich durchsuch dich nur. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Ich würde sagen, wir haben da gar nichts zu sagen, Anne. Die soll da mal ihren Scheiß machen. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Oh, Hexensymbol. Haben wir es hier wieder mit Hexen zu tun? Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. Ida! هتعرفه قريب. Hey, das wollte ich jetzt auch nicht. Verdammter Voodoo-Scheiß! Käfer. Ich hätte... Oh! Achtung!
Rachel! Sie hatten doch Entwarnung gegeben! Machen Sie Ihren verdammten Job! Warum denn gleich erschießen? Ich muss sagen, das war der Hammer. Nee, überhaupt nicht. Ja gut, das war jetzt irgendwie nicht so meine Intention, Alter. Sag schon, wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Das aus dem Mund einer Amerikanerin ist irgendwie sehr doppelmoralisch und ironisch. Aber ernsthaft, das war ein guter Schuss. Ich schulde ihn was. Seine? Die Bunduaya kbira awi, ach. Akter min ente mahtagu lil ghanam. Fein madkhal el maghzan. Sag mal! Nee, den hauen wir nicht einer rein, das ist ja, nee. Mach das nochmal und ich reiß dich in Stücke und verfüttere dich an die Schakale. Hallo? Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Ich fand an der Stelle nicht gerechtfertigt, den zu schlagen, weil, ich meine, letztlich, die gehen in sein Haus, die fesseln ihn und seine Familie, zerstören da seine komischen Wanddekorationen, erschießen irgendeinen von seiner Familie und labern ihn dann die ganze Zeit voll von wegen, wo ist das Depot, wo ist das Depot. Da kann ich schon nachvollziehen, dass man dann da mal auch eher nicht so kooperativ reagiert. Deswegen haben wir ihn nicht geschlagen. Und Freunde, deswegen beenden wir an dieser Stelle auch die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Mir schon, muss ich sagen, auch wenn ich bei meinen Sachen irgendwie noch etwas irritiert immer ein bisschen bin. Und ja, wir werden in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Tschüss!